Hallihallo und herzlich willkommen zurück in den 50er Jahren, Freunde. Wir spielen heute ein kleines Spiel und probieren einmal The Call of Karen aus. Wir sind eine Hausfrau, verzweifelt in den 50er Jahren, dazu verdonnert, Hausarbeiten zu leisten und sich um die Kinder zu kümmern und versauern in einer offensichtlich unglücklichen Ehe und werden sehen, wie wir da hinauskommen werden. Und mit Sound on und... Okay. Oh, da ist was Böses. Lass den Octopus, okay. Frühstückszeit. Ihr könnt unten die Untertitel ja mitlesen. Also es ist, der Octopus ist unterwegs und... Ja, keine Ahnung. Wir werden jetzt erstmal sehen, was passiert. Wo können wir denn kochen? Wo ist die Küche? Hier ist die Küche. So, zwei Eier kochen. Das könnte nicht so schwer sein eigentlich. Legen wir uns erstmal hier die Eier bereit. Eine Pfanne bräuchte ich auch. Wo ist denn eine Pfanne? Da. So. Was macht eine gute christliche Frau außerhalb der Küche? Ja, das ist... zwei Eier kochen, Bacon Strips. So, zwei Eier rein. Bacon Strips, auch nochmal zwei Stück. Kann ich die da mit reintun? Ja, wunderbar. So, zwei hier so ein bisschen Bacon noch rein. Plate cooked egg und Bacon. Das kriegen wir doch hin. Warum liegt denn der Speck rum? So, guck mal hier, da servieren wir doch lecker Essen. Ist doch kein Problem. Für unseren tüchtigen Herren. So, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Hier ist Zeug, Salz, da. Wie kann ich das... Press A to grab, Q to use. So, ein bisschen Salz drauf und kleinen Dash Pfeffer noch. So. Zack. Utensilien, dann brauchen wir noch eine Gabel. Francis, I made your favorite meatloaf sandwich with... Mom, I can't talk. I gotta go now. I'm gonna miss the bus. Oh, Mann. Okay. Weißt du, der Junge. Ja. You know it, Charles. Of course you are. We know all you family men work hard all day just to provide for the kiddos at the old ball and chain. And when do they ever say thank you? Honey, I'll be out late again. Have dinner ready when I get back. Okay. Yes, this truly. Habt ihr den Sessel auch gesehen? Happy home, happy life and happy wife. And what could be happy? We'll be back with more tales. All around the greatest country on earth after these messages. Okay. Naja, gut, aber guck mal. Jetzt haben wir den Tag geschafft. Books on Shelf. Was ist denn hier los, Alter? Papers on Ta. Oh Gott. Your nuclear family. Was ist das hier? Tin by Francis Door, oh Gott. Ist das Francis Door hier? Francis, ist das deine... So, Papiere müssen auf den Tisch. Papiere auf den Tisch. Papiere auf welchen Tisch, ist die Frage. Küchentisch? Na, vielleicht sollte man morgens... Ugh, even when something's a little different around here, there's always a mess to clean up. Ja, okay. Jetzt können wir hier Books on the... Sind das Bücher? Oder... So, das zählt auch, oder? Papiere sortieren. Ja, ey, was ist hier los? Cards in Tin. Ach so, das sind hier irgendwelche Sammelkarten von dem Buben, oder was?
Okay, verstehe. Ah, gut. Bisschen aufräumen. Ich habe das Gefühl, dass Cthulhu unser Haus eventuell übernimmt. Welche Tür gehört denn? Ach, das ist Francis. So, hier. Pencils on table. Ich schmeiß das schon mal darüber. Mann, 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 das ist, wenn du hier, ne? Das Leben einer armen Hausfrau in den 50ern. Es ist heute noch schwer, aber damals war es mal noch eine Nummer schlimmer. Und wenn dann dein Haus auch noch besessen ist, ne? Dann hast du ein Problem. Dann hast du generell ein Problem. So. Ist doch Francis Door, oder nicht? Ah, siehst du, wunderbar. Den Vormittag auch wieder rumgekriegt. So, Set Diner Table, Cups, Plates, okay. Den Dinner Table machen wir doch. Oh, Schweine, Hackbraten gibt's auch, oder was? Alter, was ist denn hier los? Die Hütte ist echt besessen, irgendwie so ein bisschen, ne? Wie viele Teller müssen denn da hin? Machen wir mal 4 Stück von allem. So, dann müssen wir gleich noch den Hackbraten machen. Ach, das ist ja alles kein Problem. Hausfrauen gegen Cthulhu. Was ist hier los? Alter, der Fußboden. Lava oder was? Cups, Plates, Forks brauchen wir noch. Da. Hier sind irgendwelche Buchstaben. Was will Cthulhu uns sagen? Pass mal auf hier, bitte. Fliegen die Gabeln rum. So. Den Hackbraten zubereiten. Kommt bestimmt in den Ofen, oder? Ja, siehst du. Ah, es geht ja schnell. Also Hackbraten ist doch einfach auch was, das mag doch jeder gern. So. Und slicen. Haben wir irgendwo ein Messer? Wie slice ich denn jetzt den Hackbraten? Ich brauche ja einen Hackbraten-Slicer. Ach, da. Nehmen wir doch das große Messer. Da! Dinner ist ready. Hoffentlich kommen bald alle nach Hause. Sure. Francis isn't sorting his trading cards and John isn't working on his novel. Dinner can't come fast enough. But when they're busy, they can't be bothered. Might as well listen to the radio while I wait. And what a wonderful day it was. And if we have our way, we'll be living like this forever. Spiel ist Don't übrigens forget, umsonst. anyone who wants different is a threat to our country. Be sure to report any strange happenings to. Ah, Frühstückszeit. Ja dann, das ist doch. Huch. Wow. Against the fridge door again, I'll scream. Hier fliegt noch ein Ei rum. Ey, kannst du mal liegen bleiben, Ei? Good morning, America. We're back at it again on this bright and sunny morning. And aren't we glad that it's bright and sunny, considering that freak storm over the Atlantic last night? That certainly didn't give me any ideas. Wo ist das andere Ei hin? Ah. In other news, does the amount of salt you put on your meatloaf say something about how good of a wife you are? Tune in after the break to find out. Die Menge von Salz zeigt an, was für eine gute Frau man ist, okay? So, hier ein bisschen Bacon. Das passt schon. Ein bisschen Salz drauf. So. Ach ja, ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Essen. Francis, don't forget your lunch. Next time, can you make lunch like Tammy's mom does?
She gives him cookies. Na toll. Timmys Mom ist doof. I never do. Today's broadcast brought to you by Houston Enterprises new vacuum cleaner with brand new technology that keeps your house cleaner longer. But not too long, or you ladies back home would have nothing to do. We've got a testimonial today from one of our happy customers. Say hello to America, Susan Jones. Oh, Susan. Hi, Charles. It's a pleasure to be here. Susan Jones? Timmys Mom, PTA President. Oh, Timmys Mom. Die ist noch schlimmer als Timmy selbst. You're a mother, PTA President, and baker extraordinaire. Oh, I don't know if I'd say extraordinaire. I just know what I'm doing. When some others struggle a bit more. That's definitely... Susan Jones, Timmys Mom, PTA President, makes snide comments about my brownies. Now, Susan, was im Radio macht sie? Alter. Susan will be there too. She'll marvel at how I haven't cleaned up before letting in company. Sure, Susan. Susan, ey. Ich kann Susan jetzt schon nicht leiden. Der ging aber schnell, der Hackbraten, hä? Ja, ich muss noch ein paar Sachen auf den Tisch räumen. Die sind mir irgendwie hingefallen oder so. So, Hackbraten. Ich meine, das lässt sich aber auch immer gut vorbereiten, so ein Hackbraten, ne? So, Cups, Plates, Forks. Was brauchen wir denn noch so? Hier sind keine Gabeln mehr. Hier ist noch eine Gabel. Hey, Cthulhu lebt in meinem Schrank oder so, ne? Ein Becher, wir brauchen noch einen Becher. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Dinner's ready. In a minute. In a minute. Ach. Oh, Mann. Well, that's it for me tonight, folks. Keep an eye out for anything strange. And don't forget... Was, Alter? Ah, Frühstückszeit und wieder Eier machen. Wow. Well, I prefer floating bacon to floor bacon. Though I can't say I'm a huge fan of either. Another day in American paradise, the greatest country on earth. Don't forget, everything's completely fine. Today's program is brought to you by... Ei! If you buy now, you'll get a free pair of binoculars to spy on your neighbors. Oh, cool. Nachbarschaftsspionage. Ja, fliegender Teller. Ist das Ei jetzt da drauf? Zählt das Ei als getellert? Hallo? Hallo? Bleib stehen. Komm mit. Ich muss noch ein Bacon braten. Und dann flieg halt da rum. So, noch ein Bacon. Es ist einfach blöd, wenn das Haus einmal von Cthulhu besessen ist. So. Weg damit. Oh, Salz und Pfeffer können nicht fliegen, oder was? So. Kannst du mal hier hinkommen, Teller, bitte? Und auch mal hier. Bleib doch mal hier. Teller! Komm. So. Bye, Francis. Hope you have a good day at school. Ach. Have a good day at work, dear. Na klar. Na klar. Und wieder Staubsaugen. Jetzt fliegt der Fernseher davon? Wieso haben wir zwei Fernseher? Sind wir eine reiche Familie? Buy a Hurston vacuum, they said. It will have your carpet sparkling like new. Yeah, yeah, give me a ring when it does the same thing for my ceiling. Ich sehe gar keinen Crime. Sieht hier jemand Dreck? Ich sehe keinen Dreck. Fliegt der Dreck? Der ist an die Decke geflogen. Was macht der dort? Oh Gott, wieso ist der Dreck an der Decke? Ach Gott. An der Wand. Oh Mann, ey.
Ja, da hinten ist noch was. Toller Staubsauger. Oh yes, Being Magazine is here. Please take me away to a world of country melodrama where I don't have to worry about how my house might be possessed. Mail order silver bullets. Silver bullets, huh? You know what? Sure. Was? Die Pistole hätten wir nicht verkaufen sollen? Moment. Right click. Then drop it in the envelope. Okay. Warum muss ich denn Silberkugeln bestellen? Those silver bullets can't get here fast enough. Hey, whatever entity is doing this, please stop. I don't need any more cleaning to do. Oh Mann. Oh Gott. Okay, okay, I can take a hint. Becher. Hier sind noch Gabeln in der Luft. Habe ich genug Gabeln? Mann, das Leben als Hausfrau war eh schon immer schlimm. Aber was hier gerade passiert? So, ich glaube, wir haben 4 Becher. Brauchen wir noch so Gabeln? Geh mal weg. Oder brauchen wir noch Teller? Nee. Teller noch, Gabel noch. Den Hackbraten noch machen. Hier, der schwebt hier gerade eh rum. Das glaubt mir eh keiner. Niemand wird mir das glauben, was hier passiert. So. Geh mal auf den Tisch. Es ist schwer jetzt hier mit dem Messer, ne? Fragen die sich... Vielleicht. I can't tell if that's a yes or a no. I'm going to say no. Good evening, listeners. Gee, did that day fly by with no strange happenings at all? Out there, here's the evening news. That storm out by the Atlantic seems to have cleared up. The Navy okay, is Navy. To make sure it isn't something else. Meanwhile, some odd fellow in Johansson County swears there's a new mountain on the horizon by his house. Okay. I think some folks will do for attention, am I right? If you live near that man, you'd best keep an eye on him for other unusual behavior. Okay. Good morning, everyone. Every day is a clean slate, a brand new start. Breakfast, as you all know, is the most important meal of the day. Except, of course, for the most important meal of the universe, where the old ones descend upon humanity and eat the sun. Eine Couch ist besessen. That isn't a standard meal in most American households. My mistake. Das ist kein... Oh Gott. Wenn die Sachen mal aufhören... Guck mal, manche Sachen fallen ja auch wieder runter. Das ist ja schon mal ganz gut. So, 2 Eier. Hier einen alten Spülenbecken. Ich höre ihn schon wieder. Was macht er da? Ich brauche noch ein bisschen Bacon. Hier muss ja irgendwo, da liegt noch Bacon. So, dann brauche ich einen Teller zum Servieren. Die machen es sich aber auch echt einfach hier mit ihrem Frühstück, ne? Na, jetzt komm aber. So. Ein bisschen salten, ein bisschen peppern. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Wird das Essen besser? Eine Gabel muss noch rein, damit es auch in den Mund geht. So. Francis, are you there? Yeah, Timmy's dad is driving me. Oh, Timmy! Oh, I can drive Timmy's you. Timmy's mom says that woman shouldn't drive. Alter, okay. Bye, honey. Strange.
My silver bullet shouldn't arrive until tomorrow. Okay. Ein ganz merkwürdiges Buch ist erschienen. Okay, ich würde sagen, das Buch schauen wir uns in der nächsten Episode an. Und eventuell... Ach du meine Güte, okay. Es wird immer ein bisschen horrormäßiger. Naja, wir schauen. In der nächsten Episode könnt ihr sehen, ob Cthulhu unser Haus heimsuchen wird. Vielleicht werden wir mit Cthulhu durchbrennen. Wer weiß das schon so genau? Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit Au.